Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Supermarkt Simulator. Wir haben ja hier den Dude angestellt. Wir haben unseren, naja, wunderbaren Kassierer angestellt. Ja, du bist gemeint, guck mich nicht so an. Na ja, haben wir gemacht. Sind total toll, die Jungs. Und hier fehlt eine ganze Menge in den Regalen. Immer einen Kaffee, ja gut. Wie man ja sieht, für alle, die noch nicht zugeschaut haben, wir haben nicht alle, nee, nicht da. Wir haben nicht alle Produktlizenzen und das ist auch absichtlich so. Ne? Wir kaufen dann lieber die Lizenzen, die wir wirklich brauchen. Und nicht alles, weil das ist viel zu viel. Macht auch keinen Sinn aus meiner Sicht. So, aber erstmal ganz wichtig: Brot, Käse und Achterpack Eier. Können auch gleich nebenbei bestellen. Brot, Käse und Achterpack Eier. Mal gucken, ob ich es mir so weit merken kann. Also: Käse. Jo. Ach komm, 3,75 geht schon. Eier ist dann auch hier. Richtig. Die Bauern wollen ja auch noch was davon verdienen. Und Brot. Ich denke, das lassen wir einfach mal so. Ja. Klassisch. Genau. Das war ja unser Regal für Toilettenpapier, was wir ja ohne Ende brauchen, und der Dude rennt auch gleich schon los. Da muss ja auch mal nachfüllen, dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so viel sein. Aber wir müssten, also ich hatte ja gesagt, hier ist es, das Lager voll zu haben. Gut, dass wir einen Tag hinkommen. Wir haben ja schon gemerkt, eigentlich ein Lager pro Tag. Also, die kaufen relativ viel inzwischen. So, warte mal. Ja, theoretisch schon mal aufmachen, zack. Können wir schon mal ins Lager packen. Guck mal, ich stelle dir jetzt Öl ins Lager. Wenn ich weiß, wo Öl hinkommt, stelle ich es auch hin. Hier darf es nicht, hier muss es irgendwo. Ach, guck mal, hier unten. Wollte gerade sagen, beweg dich. Dann ist es ja so, wir haben hier noch jede Menge, was da fehlt. Das können wir auch kaufen, während der Laden offen ist. Manchmal sollte ich mir das auch merken. Also, Susu, Kaffee, Chocipi. Halt. Chocipi. Ach komm, nehmen wir einmal Brot, zweimal Susu. Einmal Kaffee. Bisschen Eier. Milch und Wasser. Milch, Wasser. Bumm. Mal gekauft. Wie man sieht, ich spiele nicht mit Mods heißt es ja. Also es gibt ja diesen Handscanner, es gibt die Möglichkeit, dass man nicht nur 10 was bestellen kann, sondern mehr. Habe ich jetzt alles nicht installiert. Möchte ich eigentlich auch nicht. Weil, warum? Dann packe ich einmal das Lager voll und gut ist.
Was bringt dir das? Dann fehlt dir irgendwo, ne? Ein bisschen das Spiel. So, Susu, da. Hast du gerade Susu eingeräumt und. Brot, 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 da. Man muss ja sagen, wollte schon sagen, die Erfindung ist ja nicht schlecht, aber ist ja keine Erfindung in dem Sinne, aber der Typ, der im Endeffekt das Ganze einräumt, ist schon ganz angenehm. Milch, 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 da. Also wenn man das selber noch alles nachlaufen müsste, das würde man nicht mal zwingend schaffen. Musst du dir irgendwo das Lager voll donnern. Und ja. Okay, Peter. Junge, du nimmst das alles so raus, als wenn das so. So, Mehl und Käse und Milch. Käse. Milch, hatte ich gesagt, ne? Und Mehl. Na, zack. Nee, schade. Dachte schon, es fällt um. So, Milch haben wir definitiv genug. Nochmal Mehl. Und hier war was anderes eigentlich, ne? Hier, meine Damen und Herren, der ist wieder mal zu langsam. Und wir machen mal auch an. Ich hier irgendwas vergessen? Und nichts mehr? Hier eher nicht so, ne? Einige und Anzeige. Müssen wir mal ein Stück helfen. Seife. Das fehlt 100% auch. Shampoo. Das stellen wir erstmal ins Lager, da kann der das dann einräumen, wo gehört hin? Da oben. Clean dich fehlt. Einzige, was ich nicht bestellt habe, ne? Das auch mit rein.
Man muss wirklich mal das Lager komplett vollpacken. Ich meine, dann ist man erstmal mehr oder minder pleite. Aber man hat ein, zwei Tage Ruhe. Das Regal ist voll. Und es ist 9. Das heißt, ich kann da nichts mehr kaufen. Aber WC-Papier haben sie wenig gekauft. Und genau das ist das, was ich meine. Man ist eigentlich nur am Bestellen und Einräumen, was. Naja, ja. Ja, noch was anderes machen wollen, so deswegen wir bestellen mal noch davon 3. Wie viel Geschirrspüler haben wir? Ach komm, mach mal 5 draus. Kann sowieso nichts mehr bestellen. So, meine Damen und Herren, wir haben ja wirklich fast alles leer gekauft. Also jetzt hier was Nudeln und gut, ich helfe ihm mal. Also eigentlich brauchen wir 2, ja. Mir viele schon festgestellt, einer ist zu wenig. Das auch bei so einem kleinen Laden, wie wir jetzt haben. Ja, ich bräuchte auch eine zweite Kasse. Aber die meckern ja nicht rum. Das ist der Vorteil. Nach 9. Weit nach 9, aber die Zeit läuft ja zum Glück nicht weit her. So. Nee, so haben wir noch genug. Kann die Geschirrspäte hab's nicht finden. Die sind noch im Lager. Nee, die sind nicht im Lager. Die, ne, müssen wir mal bestellen. Jetzt noch nicht. Wir haben noch hier, naja, 4 Kunden. So, Junge, guck mal, da ist nicht mehr so viel auf dem Band. Gib dir Mühe, das schaffst du. Wenn mal jemand fragt, wo unser also Bleichmittel hin ist, sie hat es gekauft. Weiter. Der ist dann bestimmt eher fertig als er mit Kassieren. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einfach nur lahm bist? Wenn, wie wär's mit einer zweiten Kasse? Ja, ich weiß, konntest du nicht finden. Na, wenn wir einfach mal diese Kasse da hinstellen.
Und hier gleich noch eine zweite Kasse aufmachen. Am nächsten Tag, so was konnten sie für 10 was nicht finden. 1000 Euro plus gemacht, so. Tuprop-Reiniger. Dann machen wir doch 3,35. So. Wir können uns sogar noch eine Kasse kaufen. Kasse. Okay, das ist neu. Ach, also kenne ich zumindest noch nicht. Dann kaufen wir es einfach. Ich klick los. Da passen die alle durch. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eigentlich nur ein ja. Optisches Ding. Wir brauchen Supermarkt Level 2. 20. Das heißt, wir müssen eine ganze Menge machen, selber machen. Aber erstmal müssen wir hier wieder einräumen. Weil ich clevererweise nicht weiß, was ich gekauft habe. Ja. Aber wir haben eine zweite Kasse, das heißt, wir donnern jetzt das Lager voll. Können uns dann auch mal wieder mit unseren Kunden unterhalten. Regal ist voll. Glaube, wenn ich die Kartons so hinlege, nimmt er die auch. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Hoffe es. Können wir ja auch ganz einfach mal probieren. Das mal dahin. Und da wird nichts passieren, weil das Regal voll ist. Mit den 48 kommen wir hin. 24. Haben wir da noch mal welche? 1, 2, 5. Ganz wichtig, das habe ich das letzte Mal vergessen. Wir müssen ja auch Rechnung zahlen. Ja, ja. Also 5 mal. Wie sind da? 1, 2, 3. Dann. Davon haben wir noch relativ viel. Dann ist das Regal voll. Dann ist gut, dann bestell das mal. Gott. Oh Gott. Mit dem, was wir an Toilettenpapier haben, im Regal, ne, kommen wir an sich einen Tag hin. Aber dann ist auch Ende im Gelände und naja. Deswegen jeden Tag einmal das Regal auffüllen und gut ist. Hier, da auch nochmal. Meine Damen, brauchen Sie gerade Toilettenpapier? Ich hätte gerade welches. Kostet auch fast so viel wie im Laden, nur noch ein bisschen mehr. Da noch. Noch ein bisschen Bleichmittel rein, ne?
Dann kommt er angedackelt. Also, Wasser. Aber wir machen das ganz einfach so. Kaufen die ja relativ viel, dann machen wir mal etwas mehr. Danach. So. Danach zwei, danach zwei, danach zwei. Und ich wette, ohne das jetzt gesehen zu haben, ist der Fußweg voll. Mich. Es ist voll. Und mit da hoch. Brot, 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 Brot. Da. Also ich weiß ja nicht, es gibt ja genug, die das Spiel auch haben. Wie sortiert ihr das Ganze oder wie macht ihr das? Den ganzen Tag nachbestellen oder dann einmal vollhauen alles und gut ist? Weil der Satz eigentlich auch ein Ende hat. Das mir gerade nicht einfällt. Es gibt ja, habe ich so mitgekriegt, auch bei anderen. Manche bestellen den ganzen Tag, wie ich jetzt am letzten Tag. Und manche bestellen einmal und das muss für den Tag reichen. Ist bei uns jetzt erstmal so, weil wir müssen ja jetzt auch selber mit kassieren. Wo kommen die Eier hin? Da. Eher nicht so da, aber. Ob das war Kaffee? Das ist so Mehl. Noch mehr Mehl. Kaffee eigentlich nur da gehört haben. Nee, ich habe gerade Kaffee hingestellt. Ist. Machen wir die Bude schon mal auf. Ja, ich weiß, es stehen dann auch Kunden bei mir an der Kasse. Dann ist das so, die haben ja Zeit. Hoffe ich mal. Das geht ja keiner einkaufen unter Zeitdruck. Yeah. Ja, das wird nicht lange dauern und man braucht mehr Lagerregale und das ist eigentlich das, was ich nicht will. Weil ich habe ja
Kasse zu tun, mit dem Lager zu tun. Mit mir selber. Ja, junge Dame, ich bin ja schon erfassbar. Oh Gott, oh Gott. Da muss ich mich dran gewöhnen. So. Das geht sogar ganz gut mit. Ah. Junger Herr. Bin keine Wechselstube. Nee, du, das war zu viel. Du bist besser. Und wie immer schön das Licht an. Immer schön Licht anhaben. Sieht das jetzt nebenbei nur geguckt, ne? Wir haben ja Zeit. Habe ich vermutet und ist auch so Bleichmittel. Sehr gut, meine Damen und Herren. Oh, das ist ja gleich nicht mal wenig. Und die Emaltuprop. Was? Aber das ist halt die Geschichte, wenn man einmal das Lager vollhaut. Der Kontostand sieht erstmal ein bisschen jämmerlich aus. Das sieht nach einem guten Einkauf aus. Ja. Mit Karten aber gern doch. 57,64. Er hat aber heute einen Großeinkauf. Nimm alles zurück. Er auch. Müsste denn mal. Wollen Sie mich verarschen? Was hat er für ein Problem? Glaubt, der hängt da fest. Stück, ne? Und der steht jetzt bestimmt im Lager die ganze Zeit und klotzt einfach nur das Regal an. Hehehe. Dafür bekommt er Geld. Ich sag nichts zu ihm. Und klick. Der 38, da haben sie ganz schöne Schnäppchen gemacht, ne? Ich muss definitiv halt da lang.
Keine Zeit, keine Zeit. Jetzt habe ich Zeit für Sie. Nee, nee. Ich habe da so einen Arbeitskollegen, der steht da drüben im Lager und klotzt das Regal an. Ja, das sage ich auch. Passend sogar, ne? Das. Warte, 119,21 €, 28. Das ist ja doch schon mal ein guter Einkauf. Zack. Passend. Oha. Hey, Junge, will ja nichts. Ah, guck, da war das Problem. Er ist also überfordert, wenn zweimal das gleiche drin steht. Ich hätte jetzt ungefähr 5 Sprüche, die ich sagen könnte, und ich werde keinen davon. Junge Dame. Wocheneinkauf? Naja doch, so viel war es nicht. Haben sie gut gespart. Sind es halt die besten Pass? Ja, sie kennen das ja noch mit einfach nur per Hand spülen. So, dann müssen wir ihm mal wieder unter die Arme greifen. Doch, steht jetzt drin. Eieieiei. Kleines bisschen Problemchen hat er schon. Ein. War jetzt auch nicht gerade. Das jetzt nicht fallen lassen. Ja. Die Nudeln nehme ich mal weg, weil nicht, dass er wieder irgendwie hängt, deswegen. So, Junge, mach hin, mach hin, mach hin. Wir haben noch keine. Naja, Zeit haben wir schon, aber. Was mache ich denn heute? So, das weg. Guck mal, ich war schneller als du. Jo. Ist schon mal vorteilhaft, wenn das Lager so weit gefüllt ist, dass ich jetzt nicht noch extra bestellen muss. Das kann ich zu Beginn des nächsten Tages machen. Ich habe jetzt nicht so den Stress. Finde ich schon mal ganz gut vorteilhaft, so der Tag. Hier. Das Scheuerpapier muss auch mit eingeräumt werden. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Angestellte. Oder ich muss schneller werden, je nachdem. Aber irgendwie. Pff. Da noch hin. So. Gut, aber Jungs,
ihr könnt dann nach Hause gehen. Ich mach mal die Bude zu. Kommt eh keiner mehr. Und dann schauen wir mal, ob du das dieses Mal richtig gemacht hast. Die Produkte nicht gefunden. Ja gut, er hing halt an der Wand. Nee, am Regal. Wir haben 416 Dollar miese gemacht. Könnte an den 500 Euro, Dollar Erweiterungskosten liegen. Man munkelt noch. Das soll es auch für heute auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.